Weiter geht's mit Humankind und hier sehen wir Harappa, den südlichsten Teil unseres Reiches. Und ich muss sagen, das ist eine ganz schöne Stadt, wenn man sich das mal anguckt. Wir haben hier einige Weltwunder, unter anderem den Koloss. Und wir gucken uns mal an, was die alles können. Er bringt nämlich Stabilität und Nahrung. Und dann haben wir die Taj Mahal, die bringt auch noch mal Stabilität und Nahrung. Es ist Wahnsinn, also echt krass. Okay, wir werden unsere Städte ein bisschen umorganisieren. Und dazu werden wir an Ambasa in Kongo die beiden hier angliedern. Das ist mir wichtig, dass wir die hier nehmen. Und wir werden ebenfalls an Harappa Volsini angliedern. Das hat folgenden Hintergrund. Hier sind wir bei 16. Hier gehen wir stark auf die 100. Es wird trotzdem nicht reichen, wenn wir das angliedern. Wir werden hier auf 18% nur streben und wir haben auch hier massive Probleme, weil wir absolut und völlig überbevölkert sind. Wir werden trotzdem den Bezirk hier bauen. Das ist im Prinzip egal, wo wir ihn hinsetzen. Das können wir gut hier oben dann machen. Das ist dann in dem Fall tatsächlich egal. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir hier wirklich die Stabilität hochkriegen. Und das kostet einfach 75.000 Gold. Das ist also Wahnsinn. Aber wir müssen das durchziehen, wir müssen das bauen. Ansonsten kriegen wir immer wieder Probleme. Das bleibt einfach nicht aus. Okay, wir könnten überlegen, ob wir hier noch irgendwas machen. Aber auch da... die Apotheke ist mächtig, ne? Dann können wir die zuerst bauen. Die bringt eine Stabilität pro Forscher. Das wären 50 Stabilität. Ja, das machen wir. Dann bauen wir erst die Apotheke und dann gehen wir mit dem Vergnügungsviertel weiter. Und dann sollten wir die Probleme in der Stadt eigentlich auch erledigt haben. Okay, dann einmal die Armeen hier hinziehen. Dass wir die mal aus dem Feindesgebiet rausbekommen. Und dann werden wir die auch mal zack, ausheilen. Na, mit. Jetzt erstmal hier weitermachen. Einmal ausheilen. Immer noch nicht. Und einmal. Abwarten bitte. So, mit euch müssen wir erstmal hier raus aus diesem Bereich und mit euch will ich tatsächlich eigentlich auch hier lang, aber da können wir noch nicht, das machen wir also in der nächsten Runde. Okay. Eine Allianz. Demonstrate genuine fairness and anything is possible. Möchte er nicht, also er hat das Geld natürlich dafür nicht, aber da hatten wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen. So, mit euch wollte ich hier hin. Und dann sind wir bei einer untätigen Stadt und das ist Paris. Hier sind wir übrigens, was die Stabilität angeht, wieder im grünen Bereich. Deswegen würde ich jetzt hier erstmal auf Nahrung setzen, Dünger. Und dann gucken wir, dass wir auch hier weiter die Wissenschaft boosten. Und dann können wir tatsächlich auch schon in die nächste Runde gehen. Wir gucken nochmal, was er möchte. Im Moment nichts. Und er... Ja, das hatten wir schon. Was wir aber auf jeden Fall machen sollten... In dieser Runde ist unseren Groll hier wieder an nehmen. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen Groll und wir werden das direkt wieder fordern. Wir wollen ja nicht einfach aufhören. Er hat jetzt... Okay, also, er hat jetzt seinerseits... Alter. This is clear. You are poison. Seid ihr beiden fertig? Darf ich jetzt? Das ist lieb von euch. Also, sie hat jetzt natürlich auch Groll. Sie hat auch ein bisschen mehr. Wir werden das mal zurückweisen und... Oh. Sie hat es fallen gelassen, wie unerwartet. This is getting us nowhere. Very well. I step back. I suspected that you would acquiesce. Sehr gut. Ich dachte mir, dass sie zustimmt. Ja, tatsächlich. Das dachte ich mir tatsächlich. So, und dann haben wir tatsächlich auch demnächst wieder den Kriegsgrund, um ihn nochmal anzugreifen und uns die Reste auch noch zu holen. Also in dem Sinne, nächste Runde. Ein Osmoseereignis. Ja. Die Ozeane sind riesig und leer. Es sind neue Ideen nötig, um Luftstreitkräfte an ihren Einsatzort zu bringen. Das sind Flugzeugträger und mächtige Schlachtschiffe und 1% mehr Geld pro Seehandelsroute. Auf alle Städte. Jawohl. Und ein S. Ja. Ja. Das gibt doppelte Ruhmpunkte. Ja. Sehr gut. Einer der Ästhetensterne wurde erhalten. Ja. Und wir sind bei 8.800. Wir sind nur noch
ein Fitzelchen vor dem Zweitplatzierten und wir sind noch nicht mal im nächsten Zeitalter. Ja, sehr gut. Okay, das ist jetzt doof. Osmoseereignis. Und was haben wir hier? Na, das machen wir. Das machen wir. Da geht uns am Ende des Tages eh Stabilität verloren. Aber das werden wir machen. So, also einmal ersetzen. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal-oriented. Okay, wenn du das so sagst, dann wird es wohl so stimmen. Gut, dann arbeiten wir die Sache mal ab hier. Einheiten sind bewegt. Bitte einmal warten. Immer noch nicht. Bitte einmal warten. So, ihr... er will jetzt hier runter, weil er sieht, dass unsere Einheiten schwach sind. Du gehst einmal dahin und du gehst hier in die Richtung. Falls er hier lang kommt, dass wir hier angreifen können. So. Nehmt ihr das Angebot an? Gegenvorschlag gerne, aber anders nicht. So, eine Armee ist untätig. Jawohl. Dann gucken wir mal, dass wir auch dich direkt hier unten mit reinkriegen. So, Ascalon hat nichts zu tun. Ja, das sieht ja erstmal grundsätzlich ganz gut aus. Wir gehen mal... Technologieförderung hatten wir schon gemacht. Ich möchte eigentlich gerne mal einen Bomber bauen. Wir benötigen ein Aerodrom. Dann werden wir das hier auf jeden Fall bauen. Ich finde die Position hier tatsächlich für den Aerodrom noch mit am besten. Dann sind wir hier in Schlagreichweite zu den beiden anderen Feinden. Okay. So, zwei untätige Städte. Tyrus, aber wir waren ja noch nicht ganz fertig. Und danach werden wir in Ascalon bitte... Nahrung auf Küstengewässer können wir hier, glaube ich... ich weiß nicht. Wir machen erstmal den Fischgroßmarkt. Das wird uns beim Geld auf jeden Fall weiterbringen. Und danach die Bastion. Ich will hier erstmal die Verteidigungsstärke erhöhen. In Asgard machen wir das ebenfalls. Da bräuchten wir jetzt die Bastion. Genau. Dann haben wir den Hochofen auf Schmiedeviertel. Das bringt hier immer noch nicht so viel. Und eine Industrie pro Arbeiter. Ja, das ist okay. Das können wir auch noch bauen. Okay. Das ziehen wir nochmal vor, dass das hier ein bisschen schneller geht. Und dann bauen wir die Bastion, dass wir uns hier wirklich besser verteidigen können. So, Tyrus. Eine Industrie auf Schmiedeviertel. Ja, es geht ein. Wir bauen erstmal die Manufaktur. Ich glaube, das bringt uns hier auch am meisten. Und dann bitte auch hier die Bastion. Okay, sehr gut. Was haben wir denn hier in Forschung? Zwei pro Wissenschaft pro Forscher. Wow. Und dann bitte einmal die Akademie. Das wollen wir dann nachbauen. So, dann sind wir da auch fertig. Ein Klassenzimmer für alle. Es gibt mehr und mehr Diskussionen darüber, ob Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden sollten. Manche weisen darauf hin, dass die Geschlechter unterschiedliche Bedürfnisse haben, wenn es ums Lernen geht. Andere meinen, der getrennte Unterricht benachteiligt die jungen Frauen. Und dann gibt es noch jene reiche und mächtige Herren, die sich komplett gegen den Gedanken sträuben, dass Frauen ihnen eines Tages ebenbürtig sein könnte. Um das zu verhindern, würden sie auch ein großzügiges Geld spenden. Aber auf wen hört ihr? Glaube ist mir in dem Fall egal. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich die Wissenschaft und führen das Ganze zusammen. Ja, wir nehmen die Wissenschaft. You have reached the end of an ideology axis. Of all the epithets other empires may use for you, wishy-washy won't be one of them. Alles klar. So, Forschung ist das nächste Thema und da müssen wir uns jetzt wirklich einmal gut angucken, was wir machen wollen. Ich würde tatsächlich in zwei Richtungen gehen. Einmal werden wir die Urananreicherung erforschen. Das ermöglicht uns, Uran abzubauen. Dann in Richtung der Kernspaltung. Dann haben wir die Nukleardoktrin. Und wenn wir die haben, brauchen wir natürlich noch die Raketen. Und das ist einmal hier. Und dann werden wir uns die Atombombe holen. Und damit werden wir hoffentlich unsere Feinde überdauern. So, da das jetzt eine sehr spezielle Technik ist, was wir uns holen, und wir jetzt auch speziell nicht auf die schnellen Technologien gehen, werde ich jetzt tatsächlich bewusst
jetzt schon das nächste Reich uns holen, denn wir sind hier tatsächlich bei allen Sternen. Wir haben eigentlich nur noch 2 Sterne uns nicht geholt und wir verschwenden jetzt einfach zu viel Zeit. Das muss man ganz einfach sagen. Deswegen, und da habe ich lange drüber nachgedacht, holen wir uns die Sowjets. Ich denke, mit der Waffenfabrik, die Rote Flut und dem Panzer sind wir unheimlich stark für die nächsten Kriege und die werden definitiv kommen. Denn wir wollen das Ding hier auf jeden Fall gewinnen. In dem Sinne. The human mind. Creative, imaginative and ingenious at turning every single human invention to its most violent end. We pray or hope, looking forward to a future which, with luck, will be counted in millennia, not in months. Production and expansion. A very good choice to complete the arc of humankind, as long as you like the color red. Damit willkommen in der Moderne, meine lieben Humankind-Freunde. Und wir sind bei der Moderne in den Russen. Oh Gott, wir haben gleich den ersten Epochenstern bekommen. Ihr habt mit der Kultur, die Sowjets, den Epochenstern Gegenwart. Die Kultur, die Gegenwart erreicht und direkt einen Epochenstern bekommen. Wunderbar. Und wir sind jetzt schon, Gott, wir sind jetzt schon dabei, dass wir hier, ja, relativ weit mit vor. Gott, wir haben die ersten 3 Sterne direkt gesammelt. Wow. Landwirtschaftsstern erhalten. Wir sind bei 9200 Punkten. Wie irre ist das denn? Wir haben einen Baumeisterstern erhalten. Und wir haben den Epochenstern für die Expansion erhalten. Das wollen wir natürlich weiter vorantreiben. Das steht, glaube ich, ganz klar fest. Und auch das, also wir wollen alles vorantreiben, ganz klar. So, und wir sind tatsächlich bei 9200 Punkten. Und wir sind, ja, wir sind der Erste. Ja, ja. Also ich hätte mir das zwischenzeitlich nicht träumen lassen. Und wir haben hart noch zu kämpfen, dass wir das nach Hause holen. Denn man muss sich das überlegen. Der grüne und auch der lilane ist nicht weit entfernt. Ja, das muss man sich hier ganz klar überlegen. Also, das wird noch ein hartes Stück Arbeit, das hier nach Hause zu holen. Also, die Russen haben sich Salbei gekauft. Die Perser haben eine andere Einstellung gegenüber uns. Ihr könnt um Kriegsentschädigung bitten. Das Religion gucken wir uns auch gleich an. Und ein Osmose. Ach nein, nicht schon wieder. So, was will er jetzt? Ach, da haben wir gar nichts. Ja, komm, das ist kein Problem. Das können wir ruhig machen. Wenn wir da gar nichts haben, dann nehmen wir das ruhig an. Das ist mir in dem Fall auch egal. Das will ich gar nicht wissen. Das kriegen wir schon hin. 44 Runden, ihr Lieben, stehen noch auf der Uhr. Und jetzt gucken wir uns erstmal unser Reich an. Ist das hübsch? Wahnsinn. Also da haben wir schon ein ganz tolles Reich geschaffen. So, hier steht jetzt ein französischer Rebellentrupp. Und kommen wir mit unseren Reitern dahin. Ja. Wir stellen uns mit den dreien dahin. Also mit den beiden. Und mit euch gehen wir da runter und holen uns den. Also da reicht es mir jetzt auch. Das ist kein ruhig wahr sein, dass er sich da einmal hinstellt. Einmal öffnen bitte. So, die Artillerie kommt nach oben, die tauschen wir gegen die Reiterei aus. Ah, der Rest passt, das kriegen wir hin. So, wir feuern erstmal mit der Artillerie auf die Einheiten. Und einmal, wo ist die letzte? Ah, wir nehmen mal die Seite. So. Du einmal darauf bitte.
Können wir noch mit irgendeinem schießen? Nee, noch nicht. Dann gucken wir erstmal, dass wir die Truppen hier vernichten. Einmal darauf. Einmal darauf. So. Du gehst nach da und schießt auf ihn. Sehr gut. So, wir gehen da hinten rum. Du gehst nach da. Einmal von unten, bitte. Einmal schießen. Einmal schießen. Und einmal von da, bitte. Komm schon. Echt jetzt? Okay, Runde beenden. Das ist ja ärgerlich. Und einmal vernichten, bitte. Ja, sehr gut. So, 6 Einheiten vernichtet. 6? 3, 4 Einheiten verloren. Aber 6? 3 der Kavallerie? Okay, die waren anscheinend in mehreren Truppen zusammen. Okay, so, das war wieder ein großartiger Sieg. Hat uns das gleich einem Stern weitergebracht. Ja, doch ein bisschen näher an den Militärstern. Und den wollen wir uns natürlich auch holen, dass wir hier mit dranbleiben an der Sache. Okay. Hier haben wir gleich weitere 4 Truppen. Und die werden wir uns auch holen. Du kommst damit rein, bitte. Können wir da jetzt noch in die Schlacht gehen? Ja, können wir. So, manuelle Schlacht. Wir stellen unsere Elite-Schiffe nach vorne. Und den Rest lassen wir hinten stehen. Wir ziehen die mal... Na, wir ziehen die doch noch mit nach vorne, die Schiffe. Damit es hier ein bisschen schneller geht. Okay, so. Okay, dann wollen wir einmal ein Torpedo sehen. Das ist ein Panzerschiff. Ich würde aber gerne das Torpedoboot einmal sehen. Einmal dahin, bitte. Und von dir auch nochmal. Ernsthaft? Das kann ruhig wahr sein. Okay, dann schießt du auch nochmal. So, einmal mit dem Panzerschiff. Einmal mit der Dampffregatte, bitte. Und dann werden wir gleich mal nachlegen. Und einmal versenken, bitte. Sehr gut. 4 Einheiten beim Gegner verloren. Perfekt. Super. Das bringt uns dem Ziel wieder ein bisschen näher. Das ist sehr gut. Okay, so, was möchte er? Wieder eine Allianz. Immer noch Gegenvorschlag, wenn ihr genug Geld habt, dass sie das nicht verstehen. Das kann ruhig wahr sein. Also, als menschlicher Spieler wird man jetzt sagen, okay, wenn ich eine Allianz will, dann sammle ich jetzt einfach so viel Geld an, dass es passt. Kriegen die nicht hin. So, gut. Das Regiment werden wir weiter updaten, aber ich würde tatsächlich auch gerne in Richtung der Panzerforschung gehen. Da werden wahrscheinlich die hier irgendwann geupdatet. Deswegen werden wir uns auch das Update jetzt ersparen. Ich denke, die Sachen können wir hier mit gesundem Menschenverstand updaten, aber ich werde erstmal nur die updaten, die hier wirklich Erfahrung gesammelt haben. Und den Rest lassen wir jetzt nochmal offen. Denn ich möchte nämlich auch gerne unsere Schiffe updaten. Das sollte nämlich auch möglich sein zum Schlachtschiff. Und das wollen wir doch auch mal sehen. So, vor allen Dingen mit dem hier können wir das machen. Einmal zum Schlachtschiff, bitte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die können wir nicht updaten. Und die interessanterweise auch nicht. Okay, aber, ihr Lieben, wir haben unser erstes Schlachtschiff. Sehr, sehr cool.
Und das hat eine Feuerkraft von 65. Sehr cool. Okay. Zwei untätige Armeen. Ihr werdet einmal bitte ausheilen. Du kannst da ruhig stehen bleiben. Das macht kein Problem. Und dann würde ich sagen, auf in die nächste Runde. Schon wieder so ein Ost. Also das ist ein bisschen nervig jetzt. Müssen wir langsam mal was gegen machen. Okay, das haben wir auch beides nicht. Was genau kriegen wir denn? Plus 50% Stabilitätsverlust pro Runde. Ja, ich will hier nicht in minus 50 Stabilität gehen. Wir machen das. Okay. So, wie sieht's aus in Harappa? Wir sind jetzt bei 90. Jawohl, sehr gut. Das heißt, das geht auch wieder in die richtige Richtung. Und dann gucken wir uns erstmal die ganzen Sachen an. Osmose-Ereignis hatten wir. Wie geil ist das denn? Jetzt haben die Briten tatsächlich ihre Chance gewittert und versuchen jetzt bei den Brasilianern einen kurzen Prozess zu machen und tatsächlich sich hier die Überreste zu schnappen. Wie cool. Sehr geil. Okay, und danach holen wir uns die spärlichen Reste, die übrig geblieben sind, wenn überhaupt was übrig bleibt. Und dann haben wir das Thema Brasilien tatsächlich hier auch erledigt. So, Kriegserklärung. Sehr cool. Gewalt hat den Verkauf von Öl an den Briten. Sie haben eine Stufe als Held. Why are you here? Dieses Abzeichen steigert entsprechend seine Stufe die Kampfkraft. Boah. Wir haben auch Held. In 8 Runden abgelaufen. Das ist nicht schlecht. Okay, so, einmal weg bitte. Und dann gehen wir erstmal die Armeen durch. Du musst damit rein bitte. Und ich würde halt gerne die ganzen Schiffe jetzt updaten. Und das, ja, das machen wir auch. Wir müssen halt dran denken, wenn wir tatsächlich nochmal in den Krieg gegen ihn hier gehen. Und das sollten wir definitiv machen, dass er wirklich überhaupt keine Chance hat, uns den Sieg streitig zu machen. Und ihr seht, das wird eine harte Nummer, ne? Also er hat hier schon Verteidigungsflugzeuge und alles. Er ist uns technisch, denke ich, mindestens ebenbürtig. Also das wird nochmal eine andere Nummer. Ja. Vor allen Dingen, ja, wir sind viel mächtiger. Wir sind auf Zugang zu seinen Ressourcen angewiesen. Aber wir müssen mal gucken, ne? Also wir sehen hier, wir sind mehr oder weniger voneinander abhängig. Das müssen wir wirklich uns gut überlegen, ob wir das machen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Neue Folgen gibt es dann ab Montag. Das Wochenende ist voraufgezeichnet. Und dann lese ich mir auf jeden Fall die Kommentare alle durch. 4 untätige Armeen. Euch werden wir hier stehen lassen. So, ihr bleibt bitte auch da stehen. Genau. Reval, ja. Einmal bitte in die Technologieförderung. Wir wollen hier möglichst viel Wissenschaft produzieren. Dann die Manufaktur. Das finde ich, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und dann werden wir auch hier die Forschung weiter vorantreiben. Okay. Fiebersaison. Mit der überbevölkerten Metropole Reval ist es zum Ausbruch einer ungewöhnlichen Krankheitswelle gekommen. Ihr Ursprung ist unbekannt. Manche spekulieren, es könnte mit Smog und Verschmutzungen zusammenhängen. Andere aber glauben, es könnte etwas Gefährlicheres sein. Vielleicht ist es aber auch nur die Grippe. Jedenfalls füllen sich die Station mit der Krankenhäuser der Stadt mit alten Menschen. Wollt ihr umgehend Quarantänemaßnahmen ergreifen oder lieber warten? Ja, ist die gute Frage. Es kostet uns ein bisschen Geld und wir kriegen mehr Wissenschaft. Dann werden wir die Quarantäne nehmen. You're at the end of an ideology axis? Well, there's something to be said for unswerving dedication to a cause. Genau. In dem Sinne, nächste Runde. Schon wieder so ein... Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Also langsam wird das echt ein bisschen nervig. Die Zulu haben jetzt die Einstellung hilfsbedürftig. Sehr cool.
Eine Ressource wurde verkauft. Farbstoff. Und Propaganda. Ja, das hatten wir nicht gemacht, weil wir hiermit... Weil wir hiermit den Einfluss aufgeben. Das machen wir nicht. Nein, jetzt reicht's. Ablehnen. Schnauze voll. Also, tut mir leid. Aber also jetzt reicht's wirklich. Ich lasse mir nicht meine Sachen diktieren. Wir gehen mal ganz kurz die Städte durch. Stabilität passt noch. Wir bauen ein Vergnügungsviertel. Sieht gut aus. Passt, 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 passt. Ein Basar Kongo passt auch. Hier oben sind wir bei 78. Passt. So, also. Thema erledigt. Drei untätige Armeen. Immer noch. Einmal abwarten, bitte. So. Mit euch würde ich tatsächlich gerne mal in diese Richtung hier unten schippern. Und mal gucken, was unser Freund da unten so zu bieten hat. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, ob er hier nennenswerte Armeen hat. Da werden wir uns mal auf dem Weg hin machen. Okay. Einmal diese Runde abwarten. Basar Kongo ist untätig. Wir können eine Waffenfabrik bauen. Das könnten wir tatsächlich machen. Das bringt uns Industrie, Geld, allerdings Verschmutzung, minus 10 Stabilität. Und wir produzieren eine Kampfkraft pro Waffeneinheit. Und minus 10 Stabilität auf alle Städte. Also wir müssen uns das wirklich gut überlegen, ob wir das machen. Denn das können wir nur machen, wenn wir genügend Stabilität haben. Ich denke, ein so ein Ding ist okay. Aber wir sollten davon nicht zu viel haben. Ich würde jetzt spontan so in Richtung 2 gehen und gucken, dass wir 2 Waffen produzieren, dass wir 2 Kampfkraft mehr haben. Aber viel mehr würde ich da jetzt erstmal nicht machen. Wir wiederum gucken, dass wir hier weitermachen. Eine auf dem Kornspeicher, das machen wir. Dann einmal die Oberflächenbewässerung, auch eine Runde. Produktivität haben wir nicht. Dann bleiben wir hier bitte auch einmal in der Töpferei. Einfluss will ich auch erhöhen. Schmiedeviertel, haben wir hier Schmiedeviertel? Oh ja, eine ganze Menge. Keine, die angrenzend sind. Aber das ist nicht so schlimm. Das bringt trotzdem einen Bonus. Dann werden wir auf jeden Fall den Holzkohlemeiler uns holen. Und dann auch die Manufaktur macht hier noch nicht so viel Sinn. Dann gehen wir erstmal in die Bastion, dass wir uns hier besser verteidigen. Okay. Aber die Roadmap hier auch. Nächste Runde. Rebellen in Harappa. Urananreicherung. Ja! Sehr gut. Ob für Atomkraft oder Atomwaffen. Natürliche Vorkommen sind nicht konzentriert genug. Daher wird angereichertes Uran benötigt. So, das gucken wir uns mal an. Rebellen in Harappa, wenn die Stabilität der Stadt nicht erhöht, wird es zu einer Rebellion kommen. Ein Osmose-Ereignis. Wir nehmen die Wissenschaft. Vielen Dank dafür. Und das sollten wir uns wirklich mal angucken. Auf 28 gehen die jetzt runter. Oh, das ist ärgerlich. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit? Ja, wir könnten das Krankenhaus bauen. Das gibt nochmal 2 pro Forscher. Oder... Wir machen in 3 Runden die Spiele. Es gibt 5 Stabilität. Dann machen wir erstmal die Spiele. Und danach bauen wir das Krankenhaus. Okay. Gut. Dann gehen wir hier unten weiter. Also, Gebiet Solaris zu neuer Religion konvertiert. Zum Vultismus. Der breitet sich hier auch aus. Der harappanische Polytheismus breitet sich da auch noch aus. Das ist ja widerlich. Also das werden wir zu verhindern wissen. Ein Groll, hoffentlich mit dem Grünen. Nee, da will ich verzichten. Nein, da will ich gar keinen Groll erst aus. Da will ich gar keinen Groll erst haben. Das kommt nicht in Frage. Mit unseren Freunden aus Österreich-Ungarn will ich keinen, hege ich keinen Groll. Das steht hier auch überhaupt gar nicht zur Diskussion. Das machen wir nicht sowas. Okay, so, 2 untätige Armeen. Ja, mit euch will ich, das ist schon gefährlich hier, ne, muss man sagen. Wir gehen trotzdem weiter in die Richtung und gucken einfach mal, was er da unten so hat. Ich bin gespannt. Okay, untätige Stadt in Kiss. Ah, okay, klar, weil wir jetzt ein neues
reich haben. Das senkt mit Sicherheit auch, ja, das senkt ein bisschen auch die Forschung ab. Aber das ist kein Problem. Wir werden unsererseits die Druckerei und die das Kuriositätenkabinett erforschen. Und dann gucken wir mal weiter, wenn wir damit fertig sind. Okay. Wir bleiben erst nochmal hier unten. Ich will nämlich in Harappa nochmal schauen, wie viel Verschmutzung wir haben. Sehr geringe Verschmutzung. Nächste Stufe plus 20. Das ist übrigens auch neu. Das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Er hat hier auf jeden Fall Flugzeuge. Haben wir jetzt eigentlich unseren Bomber schon mal irgendwann gebaut? Nee, wir haben den Ascalon. Ach, wir wollten den in Ascalon bauen, ne? Das machen wir beim Aerodrom, wenn er in der nächsten Runde fertig ist. Und jetzt gucken wir hier nochmal hin. Wir könnten ein Christo-Redentor bauen. Was bringt das denn? 20 Glaube und 100 Ruhm nochmal. 40 Stabilität auf alle Städte, Nahrung, Geld und Industrie. Auf ruhige Stadt. Wir nehmen Christus Redentor. Zack. Ja, das werden wir auch nochmal bauen. Und da können wir eigentlich in unserer Hauptstadt, da können wir eigentlich direkt mit anfangen. Wenn wir hier irgendwo eine schöne Position überhaupt finden dafür. Das muss ja nicht auf dem Wasser, oder? Da oben auf so einem Berg muss das, glaube ich, drauf, ne? Ja, hier vorne. Guckt euch das mal an. Dahin. Ist das cool? Dann kommt man hier hin, die Basilius-Kathedrale, wenn man hier am Hafen gelandet ist. Oh Leute, das müssen wir uns angucken. Das müssen wir uns angucken. Wir landen also... Jetzt habe ich dieses Interface hier noch an. Das machen wir mal aus. So. Wir landen also hier am Hafen und werden begrüßt am Hafen der Hauptstadt Königsberg von der Freiheitsstatue. Und wenn wir dann langsam hier mit dem Auto langfahren, über die Verteidigungsposition, hier lang zur Basilius-Kathedrale, fahren wir den Berg langsam hinauf und sehen dann hier oben eine Steinzeithöhle. Oh, wie cool ist das denn? Und da laufen sogar noch die Bären rum, die da reinlaufen. Oh, guck. Ist das cool? Das sind die Gründe, warum ich dieses Spiel liebe. Wir sind hier wirklich aus der Steinzeit. Sehen wir diese Ursprünge noch? Oh, ist das cool. So, hier vorne auf jeden Fall bauen wir jetzt Christus Redentor. Ah, herrlich. Ein gänzlich wunderbares Spiel. Okay, gut. Eine Runde machen wir noch. Nächste Runde. So, ein neuer Groll. Das ist wieder das Thema... I'm listening. Genau. Also, einmal verzichten, bitte. Mit euch hege ich keinen Groll, mein Freund. Ihr seid punktemäßig unter uns, da mache ich mir tatsächlich auch überhaupt keine Sorgen. So, ein Osmo... Oh Gott, nicht schon wieder, ey, das kann doch nicht wahr sein. Forschung? Okay, Forschung ist immer gut. Ein neuer Groll ist verfügbar. Das müssen wir uns nochmal angucken. Das war nicht der Grün... Der... Da verzichten wir auch. So, die Sudo haben ein Abkommen beendet. Okay, das ist nicht schlimm. Ja, wir sind eh, wir stehen mit unseren Schiffen gerade davor und gucken uns das an. Ernsthaft, schon wieder in Sipar? Das kann wohl nicht wahr sein, ey. Das, also, wieso ist denn hier alles in Sipar? Okay, jetzt bauen wir erstmal alles zu Ende hier. Bevor wir was anderes machen. Das Öl bitte auch. Und... Da bitte auch. Und das werden wir mal alles vorziehen. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Unglaublich. Und das will ich auch direkt bauen, die Uranmine. So. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Uran. Und die restlichen Sachen werden so gebaut. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir noch Uran haben. In Reval. Sehr gut. Das holen wir uns auch. Einmal vorziehen, bitte. Noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ist aber auch nicht so wichtig. Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch eins in Mbasa, Kongo. Das können wir tatsächlich auch abbauen. Und das ziehen wir auch noch vor die Bastionen vor. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt einmal in die Forschung. Und in drei Runden können wir die Nukleardoktrin machen. Und Uran-Radioisotope. Uran ist nicht nur ein Nukleartreibstoff, sondern dient auch medizinischen Diagnosen und der Lebensmittelindustrie. Das bringt wieder ein bisschen was. Ihr seht es hier. Eine Nahrung
und eine Forschung, das wird uns wieder ein bisschen boosten. Ähnlich wie beim Kohlekraftwerk. Und ach, hier sieht man, hier sieht, oder ich weiß nicht, ob das blaue jetzt, doch, dieses blaue Leuchten hier, das müsste die Tscherenkow-Strahlung sein. Egal. Okay, also. Wenn das fertig ist, dann möchte ich tatsächlich gerne in Richtung der Atombombe gehen, dass wir auch hier in der Lage sind, Atombomben zu bauen. Das fände ich schon ganz cool. Und dann könnten wir sogar in Richtung Fusionsreaktor gehen, dass wir uns tatsächlich hier diese 300 Ruhm abholen, Leute. Und dann sind wir, glaube ich, da relativ weit mit vorangestoßen mit diesen 300 Ruhm. Okay. Tja, was machen wir mit euch? Ich will tatsächlich hier unten hin. Ich will mir das mal angucken hier. Wir fahren mal in die Höhle des Löwen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt rein dürfen. Dürfen wir? Wir fahren mit unseren Truppen hier hinterher und werden einfach mal hier reinfahren und mal gucken, was er hier so hat. Ah, das ist schon krass, ne? Vor allen Dingen, er hat auch eine relativ starke Luftstreitmacht hier mit 3 Flugzeugen. Wenn er auch noch Bomber hat, dann wäre ein Angriff auf jeden Fall sehr schwer. Ah, er möchte das Abkommen beenden. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ein Lied der Trauer. Oh, wieso? Was ist passiert? In den Meeren des Reiches wird seit Jahrhunderten Walfang betrieben. Allerdings führt das Aufkommen moderner Fangmethoden dazu, dass die großen Tiere in stetig ansteigender Zahl gejagt werden. Tran wird heutzutage zwar nicht mehr so häufig für die Beleuchtung eingesetzt, Fleisch und Walspeck finden jedoch weiterhin eine Vielzahl von Anwendungen und gelten vor allem Königsberg und Reval als Delikatesse. Viele Menschen sind empört über diese Praxis und fordern Verbote. Wie lautet eure Entscheidung? Wir werden die... Oh, das ist ja mal krass. Wir werden Walfang vernichten und verbietet die Infrastruktur Walfang. Unsere Walfang-Infrastruktur wird zwar demontiert und verkauft, aber ein Großteil der Menschen dürfte damit zufrieden sein. Wir werden das verbieten, aber es wird nicht demontiert. Nein, wir verbieten das. Das kommt nicht in Frage. Wir machen das. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal-oriented. Okay, also. Status ablehnt wurde von der Einheit Harappa entfernt. Sehr gut, vielen Dank dafür. Und ihr Lieben, die nächste Runde kommt in der nächsten Folge. Ich freue mich bereits. Vor allen Dingen auch, wie es mit unserem Freund hier weitergeht. Also, seid wieder mit dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Humankind. Morgen. Bis morgen, euer Strategie. Ciao, ciao.